Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,1 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, keine Kamera ist perfekt, schon gar nicht ein solcher Winzling. Ich habe aber genau diese Größe gesucht, eine Kamera, die in jede Hosentasche passt ohne aufzutragen und ohne dass sie beim Sitzen drückt. Ich wollte sie im Urlaub immer dabei und schnappschussbereit haben, ohne dass mir irgendetwas um den Hals oder über die Schulter hängt. Auch wollte ich einen Weitwinkel und etwas mehr Zoom. Kaum eine andere Kamera kann momentan diese Kombination bieten. Nun habe ich sie 14 Tage in den Bergen getestet und sie hat diesen Test gut bestanden. Robustheit hat sie bewiesen. Ich hatte sie immer ohne zusätzliche Tasche in der Hose. Die Bildqualität ist akzeptabel und für eine Kamera dieser Größe mit dem Zoom wirklich gut. Wer sich über Pixelmatch bei 1:1 Auflösung der Bilder beklagt und einen 10-Megapixel-Sensor vorziehen würde, der vergleicht falsch. Der 18-Megapixel-Sensor der Sony kann mit einem 10-Megapixel-Sensor nur dann korrekt verglichen werden, wenn man die Bilder am PC auf die gleiche Größe einstellt. Die 1:1 Ansicht ergibt nämlich bei einem 18-Megapixel-Sensor ein fast doppelt so großes Bild wie bei einem 10-Megapixel-Sensor. Das wäre kein sinnvoller Vergleich. Bei identisch großen Bildern relativiert sich der oft kritisierte Pixelmatch. Dass die tatsächlich erreichte Auflösung der Sony ganz gut ist, hat auch der Test von Chip Online deutlich gemacht. Das sehe ich auch auf meinen Bildern, eine durchaus solide Qualität im Vergleich zu anderen, teils größeren Kameras. Die Automatik funktioniert im Großen und Ganzen recht gut. Mehr als 90% der Bilder sind richtig belichtet und scharf. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.